Moin, ihr Bagaluten. Der Schläfer hat uns verraten. Er ist nicht der gewünschte Erlöser. Iberion ist kapeistert und hat uns noch gesagt, hier, Mensch, die Wassermagier. Geh zur Seite! Deswegen sprechen wir mal den freundlichen Dude hier mal an. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Ich will bei euch mitmachen, das ist das Wichtigste. So. Kor Kalom hat die Bruderschaft verlassen. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämon anbeten. Ich fang mal mit kleinen Sachen an. Erstmal das. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du... Nein, will ich ja gar nicht. Oh, warte mal. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Kor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her. Er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Nein. Halt. Nee, stopp. Hey, du. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Natürlich! Hey! Verstehen! Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten Sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Jo. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Geh zur Seite! Ja, nee, ich gehe da hoch. Also bring das jetzt mal nicht durcheinander da. Oh, scheiße, mussten wir uns das Ding merken? Ich weiß doch jetzt schon nicht mehr, wie das ist. Irgendwas mit doch. Wahrscheinlich hast du recht. Ja? Okay, gut. Okay. Das ist das. Dann ist das das richtige. Oh. Machen wir hier mal Licht an da. Geht ja nicht. Verlass dich auf so was. Borik, war mit dir? Warst du nochmal irgendwie special? Nee, ne? Wahrscheinlich hast du recht. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Aber kaum für dich. So, ich verticke hier immer ein bisschen was. So, super. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Fick dich doch! Nee. Fick dich doch! Da. Die Parole lautet Tetriandoch. Das stimmt. Fast das Gleiche. Du kannst passieren. Die Parole war, fick dich! Wer bist du denn? Merdarion. Der hat mir nichts zu erzählen, okay? Wer bist du? Ich bin Nefarius. Magier vom Kreis des Wassers. Okay. Nein, ich will ich nicht. Da. Wo finde ich Saturas? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Welches große runde Tor? So, wer ist das? Pass mal auf. Hey du! Ich bin draußen. Was wolltest du da drin?
Ich verschwinde, bevor ich mich mit dir beschäftige. Ich will doch nur mit Myxia sprechen. Nein, 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 das war nicht mein Plan. Sag mal. Hey du. Jetzt. Was wolltest du da drin? Verschwinde, bevor ich mich mit dir beschäftige. Chill mal dein Leben. Hey, hallo. Chill doch mal. Ich will doch hier nur Konversation betreiben, du. Bevor ich mir den anderen da einschnack. Da. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Oh. Kannst du mir was beibringen? Heißt das nein? Und jetzt? Ach so! Ja, danke! Das ist. Zeig mir deine Ware. Danke! Laborflasche, weiß nicht, kann ich da auch was mitfahren? Pass mal auf, die nehme ich einfach mal mit. Oh, und der hat Tränke. Und der hat Tränke bis zum geht nicht mehr. Der hat auch Geschwindigkeits. Sprinten, kurzzeitige Sprinten. Ja, geil. Geilo. Was hat er noch? Der hat 40 Wasserflaschen. Alles klar, die kommen alle mit. Dankeschön. Kugelblitz. Keine Ahnung. Wird gekauft. Tränke. Moment, 50er, 70er und die großen. Kosten auch. Boah, das ist. Der will ja richtig Knete dafür haben. Pass mal auf, ich nehme mal den ganzen Scheiß erstmal so mit. Ich weiß, das ist ganz schön viel. Aber ich mach das einfach mal. Weil wir haben ja letztendlich dennoch mega viele Dinge, die wir hier alle mal rübergeben können. Was haben wir denn hier? Pass mal auf. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, guck mal. Wir haben ja noch nicht mal. Weg mit der Geschicklichkeit. Hier kommen die Bögen. Ich glaube, das brauchen wir alle nicht, oder? Bogen des umherziehenden Jägers. Ja, das finde ich aber cool. Das ist so ein Special-Bogen. Das auch. Leichte Armbrust, die können wir zumindest verwenden. So, pass auf. Die rostigen Schwerter, die können komplett weg. Das kann weg. Die Schürhaken, die unendlich heftige Waffe des Bösen, mit der wir alles und jeden besiegen können. Weg. Aber pass mal auf, einen Schmiede haben wir aber. Ah, oder? Nee. Nee, brauche ich glaube ich gar nicht. Spitzhacke, Erz werden wir auch nicht mehr schürfen. Ah, für den Fall der Fälle. Die Nagelkeulen kommen weg, das kommt weg. Wie ich gerade sehe, der will ganz schön Knete von uns sehen, ne? So, weg damit, weg damit. Sachekeule, das weg. Richtschwert, ne? Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Stahlzunge weg. Haben wir hier noch? Oh, den wollte ich behalten, den fand ich witzig. Morgenstern, weg. Gardeschwert, weg. Lukors Keule behalten wir. Kampfschwert weg. Stahlgeflecht. Ja, komm weg. Kriegsschwert weg. Steinbrecher weg. Kampfstab, den will ich behalten. Finde ich cool. Aber ich damit nicht umgehen kann. Egal, das weg. Herrscherstab. Ach, warte mal, dann war das Richtstab und Herrscherstab. Oh, will ich beide behalten. Die Ork-Waffen finde ich auch ganz cool. Rostiges Bastardschwert weg. Todbringer will ich behalten. Kruschpach. Das will ich soweit eigentlich behalten. Und guck mal, damit sind wir sogar schon fast auf dem. Ja, hier, was haben wir denn da? Raserei. Heilung haben wir mittlerweile so. Die können wir auch verkaufen. Da können wir mal gucken. Pass mal auf. Ich gebe mal eine ab. 3, 4, da. Okay. Pyrokinese weiß ich noch nicht. Schlaf. Sturmfaust. Telekinese. Verwandlung Blutfliege. Windfaust. Die haben wir selber als Rune. Die können wir ohne Probleme loswerden. So. Erz hat er nicht, ne? Nee. Pass mal auf. Was ist denn, wenn ich jetzt hier 25 noch einmal drauf hau? Dann muss ich hier auch nicht mehr ganz so viele. Pass mal auf. Windfaust. Ach, davon haben wir ja noch mehr. Ja, pass auf. Dann werde ich mal alle Windfäuste hier los. Und hol mir dafür noch ein paar von den Tränken ran. Aber nicht mehr die. Da wollte ich ja auch noch. Pass mal auf. Oh, das ist aber zu teuer hier. Schade. Eigentlich schade. Obwohl, Moment, sprinten. Und noch ein. Ja.
Ja. Haben wir noch irgendwas abzugeben? Ja, okay, pass mal auf, hiervon haben wir auch... Oh, Leute, was wir nicht noch alles haben hier. So, Stärkebonus, dann kann der hier ja schon mal weg. Obwohl, was bringt der... jetzt kann ich das nicht sehen, was die anderen bringen. Na egal, guck mal, was haben wir hier? Stärkebonus. Schutz vor Pfeilen, weg. Schutz vor Feuer. Ja, vielleicht. Den behalten wir auch. Schutz vor Magie ist da mit drin, das heißt, der kann weg. Schutz vor Feuer, dann kann der hier auch weg. Halt auf sehen, Lebensenergiebonus 10. Schicklichkeitsbonus 5. Weiß ich nicht, Stärkebonus 3. Der Scheiß kann weg. Und das war's auch schon fast, ne? Was haben wir? Geschicklichkeitsbonus 10, Mana-Bonus 10. So, und jetzt gucken wir mal. Den nehme ich. Nein, den ganzen Stuff nehmen wir mal. Das ist schön. So. Wie viel? 7, 1, 8. Ah, das war zu... Ja, scheiße. So, dann... Ach komm, da werden wir uns doch auch irgendwie einig. Da, genau, guck mal hier, der Scheiß. So, von mir aus so. Jetzt haben wir auch lang genug gehandelt. Aber jetzt haben wir... Ha! Geile Megatränke. Und eine coole Rune, die wir zwar noch nicht nutzen können, aber halt noch nicht. Na, das wird alles. Und jetzt, ich glaube es nicht. Oh, ich muss hier echt erstmal Licht anmachen. Wir sprechen mit dem Obersten der Wassermagier. Und wir dürfen dabei leben. Nicht so wie vorher, da dass wir da von dem anderen voll aufs Maul kriegen. Naja, gut, also es kann schon sein. Na. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Richtig, ich will mich euch anschließen. Ich will mich euch anschließen. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Angar ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Hier, bitteschön. Ich habe diesen Almanach hier. Oh, Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Wie alle 5? Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe nur einen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, aber nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Aber wir tragen doch auch alle irgendwie in uns Magie hier so. Also wir Magier, das ist doch scheiße, ist das doch. Ich sehe doch jetzt schon, dass der Plan voll ins Auge geht. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts.
Wir benötigen vorher die vier restlichen Fokussteine. Nicht. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser vier magischen Steine in unserem Besitz. Nichts. Ich bin nicht bereit, diese vier Foki für euch zu suchen. Ich bin bereit, diese vier Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärest ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braucht die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Das hoffe ich auch. Lass mich vorbei. Ach, und jetzt wieder so, ey. Leute, ihr wisst doch auch nicht, was ihr wollt. So, steht da irgendwas Tolles drin? Buchständer, nee. Anscheinend nicht. Nee, gut, dann eben nicht. Kann ich das da anzünden? Was ist das? Nee, kann ich nicht. Ach, da unten geht das genau. Da unten geht das dahin. Da kommt man nämlich, ich glaube, da an der Seite kommt man da unten. Gerade sagen, bist du eingepennt? Oh, ich spreche mit einer Wahl. Satoras schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Na geil, hätte ich gar nicht so verkaufen müssen. Bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Kannst du mir jetzt was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich unterrichte nur Magier vom Kreis des Wassers. Solange du dich nicht Dienst des Adanos gestellt hast, werde ich dir nichts beibringen. Naja gut, es ist fast nur fair. So, wir haben aber auch gar keine... Doch, 5 Lernpunkte hätten wir noch. Okay. Dann wollen wir uns doch mal... Ja, hier oben rauf bewegen. Schicke Aussicht. Und uns mal... die Karte ansehen, wo wir überall hin müssen. So, Fokuskarte von Saturas. Die Spitzen des Pentagramms markieren die Orte aller 5 Fokussteine, die damals bei der Erschaffung der magischen Barriere verwendet wurden. Die Karte ist alt und die Steine könnten mittlerweile an anderen Orten liegen. Ach, schön! Okay. Wir sind ganz links und in die Richtung, wo wir gerade gucken. Also in den nördlichen, in den ganz nördlichen und davon halt, ne, ein bisschen links. Da waren wir schon, das ist da, wo wir den Troll geschrumpft haben. Und ich glaube, da laufen wir auch zuerst mal hin. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, wir laufen im Uhrzeigersinn. Naja, denn, liebe Leute, keine Müdigkeit vortäuschen. Wir sind hier nicht zum Spaß, wir sollen hier, ne, diese ganzen Leute hier drin retten. Verlass dich auf jemanden. Dann werden wir das doch einfach mal tun. Ich meine, wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Aber, damit wir auch irgendwie das ein bisschen sehen können, werde ich mich erstmal kurz hier pennen legen. Lauf mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Wir schlafen immer bis mittags. Und zum Frühstück gibt das erst Bier. So, dann haben wir jetzt einen Plan. Und zwar... Werkebonus? Ach, geil. Okay. Den konnten wir, glaube ich, nicht mal kaufen. Gar nicht verkehrt. Hatte ich hier auch schon wieder für einen Rotz ab. So, pass mal auf. Erstmal... Richtig. Was machst denn du mit der Fackel da? Da, fuck. Dude. So, und jetzt... trinke ich mal diesen Trank. Und? Hä? Ich habe noch getrunken. Wie kann ich denn jetzt sprinten? Ich habe noch jetzt gerade getrunken, oder nicht? Das ist falsch.
Halt, ich hab den doch getrunken. Und was mit dem? Ich hab den doch gerade getrunken, Trank der Schnelligkeit. Halt. Erstmal speichern. Aber was soll das denn jetzt? Wo, auf welcher Taste könnte ich denn jetzt sprinten? Tastatur? Springen, Sidestep, steht da auch. Okay, schnell laufen, Left Shift, naja, das hatte ich schon. Sprinten steht hier aber nicht. Ja, gut, okay. Ah, ich darf die... So, ah. Sorry, Ferhan, du musst leider hier bleiben. Keine Fackeln. Wir wollen hier nämlich ein bisschen schnell loskommen. Wir sind so fast. Flash ist gar nichts gegen uns. Guck mal, wie wir rumübeln. Nein, nicht fallen. So, laufen. Ganz normal laufen. Den ganz normalen, blöden Weg folgen. Ay, caramba. So. Wir hätten eigentlich auch bis zum Frühstück schlafen können, also bis früh morgens. Ich glaube, das hätte sich mit dem Licht ein bisschen mehr gelohnt. Naja. Wir laufen erstmal hier lang. Hm. Scheiße, ich habe vorhin gar nicht nachgeguckt, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Ich glaube, wir haben... Weiß ich gar nicht. Wir haben vielleicht 6 Minuten vorhin gebraucht, darüber zu kommen. Also vom Sumpflager hier zum neuen Lager. 6, 7, 8 Minuten, irgendwie so. Warte mal. Was ist mit euch jetzt? Wax? Klar, dass das Ärger gibt. Ist das normal, dass ihr hier steht? Moment, Entschuldigung, tut mir leid, dass ich euch hier wieder nervt, aber ich wollte das nur mal wissen. Man darf auch nicht alles glauben. Was mich jetzt interessiert. Stop. Scheiße, schnell, Karte. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ja, weiter. Nein, wir sind wieder lahm. Ach, dann ist das jetzt. Okay. So, komm. Die Zeit nutzen wir doch. Oh. Es ist so cool, dass auch wie so ein blöder Templer läuft. Da oben werden wir nicht mehr so viele Probleme haben, weil da haben wir uns ja schon drum gekümmert. Ne, auch mit dem Troll, dass wir den kapeistert haben. Erst geschrumpft und dann kaputt gespielt haben. Das wäre auch was geworden. Ich glaube, den hätten wir so nichts an Schaden gemacht. Dann wären wir noch nicht mal einen blöden Sumpfhai irgendwas tun können, ne? Oder die haben das vielleicht sogar in dieser Mod so integriert, dass man das halt wirklich nur mit einigen Waffen kann. Weil, ich meine, ich habe nur einen Hammer und keine... Ich meine, der macht zwar ganz schön üble blaue Flecken. Oh. 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 Aber letztendlich... Alter. Okay, gut, okay. Der macht mir nicht mehr viel Damage. Das freut mich natürlich sehr. Dass ich dafür eine Klinge brauche. Diego! Diego! Hey, ich dachte, du wärst tot. Was soll das denn heißen? Normal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Okay. Du meinst aber nicht den... den ich schon erledigt habe da vorne? Den Kollegen? Der ist ja wieder da! Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Mach mal. Ich hab die Windfaust. Oh, da lag noch Loot. So, Diego, du wirst ja wahrscheinlich nicht daran sterben, ne? Ständig über den Weg laufen. Ach, guck mal, das ist doch niedlich, ist das doch hier. Pass auf. Nochmal 500 Erfahrungspunkte her. Geil. Das war's.
war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Das ist nett, aber das ist ja witzig. Guck mal, können wir sogar gleich noch ein Trollfell hier. Das ist ja angenehm, du. Das ist ja, das finde ich nett. So, hier war doch irgendwo so eine Winde, oder nicht? War hier nicht eine Winde? Ja, pass auf. Die Winde klemmt immer noch. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. Aha. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Okay, du bist also auch noch Handwerker. So, und jetzt können wir nämlich... Wow! Die werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Super. So, oh, schön, guck mal. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Laufende Erfahrungspunkte. Oh, das finde ich aber sehr angenehm. Das finde ich echt sehr schön. So, komm her. So, komm, den machst du auch noch. Geilo. Jungs, was wir hier an Erfahrungspunkte looten, das ist ja irre. Guckt euch das an. Geilo. Ist das cool oder ist das cool? Ha? Fette Nummer. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Das ist ganz schön nett von denen so, dass die einfach nochmal wiederkommen. Da haben wir doppelt Erfahrungspunkte abgestaubt. Aber wir haben ja auch die Arbeit gemacht, das muss man ja sagen, ne? Da darf uns keiner gegen anschnacken. Nee. Ich bin gerade echt... Leute, ich bin aus dem Häuschen. Das freut mich. Verrückte Welt hier. So, ne, Diego, pass mal weiter auf da. Und wenn da was ist, dann warte. Ich will nämlich auch. Was sind das denn für Geräusche? Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das denn? Wow! Was ist hier denn los? Was? Alter, aua! Harpien! Die nehmen wir richtig kaputt! Scheiße! Kommt ihr mit? Komm mal mit runter. Diego, der hat einen Bogen. Der hilft. Hoffe ich zumindest. Alter, seid ihr hässlich und scheiße. Diego! So, guck mal, hier sind schon mal zwei. Diego, hilf mir mal. Diego! Tu was! Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. So, 180. Diego, mach mal weiter. Ich finde die Technik, dass du dich drum kümmerst, super. Hast du von allen die Akku jetzt? Ja, gut, dann kann ich mich ja heilen. Alter, Finne, wer konnte damit denn rechnen? Von den Dinger kriegt man so ja nicht mal kaputt. Vor allem, der hängt auch noch in der Luft. Diego, Harpien! Diego, Harpien! Ay, caramba! Da habe ich mir jetzt ein bisschen erschrocken. Wow, wow, wow. Aber ich bin happy. Da ist er. Fokus aus der Trollschlucht. Ich hab ihn! Diego, ich hab ihn! Hier oben, ich hab ihn! Und jetzt bist du dran. Nein! Diego ist unser Freund. Diego ist der oberste Erzbaron. Kannst du mal hüpfen da? Hey, hey! Ich habe übrigens deine Schwester getroffen. Habe ich dir das schon mal erzählt? Und Diego schickt mich. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns wie... Oh, warte mal, hier sind meine gesammelten Münzen. 133 Stück. Und haben dafür Erz bekommen, geil. So. Prüfung des Vertrauens, kannst du mir was beibringen? Kann der mir kannst noch du mir was beibringen? Ja. Kraft und Geschicklichkeit, das brauchen wir gar nicht. Komm bald wieder.
Also ich will ja echt gucken, dass ich irgendwie... Mach's gut. Vielleicht kriegen wir ja nachher auch noch die richtig heftigsten, ne? Zauber. Das wäre nachher noch eine Sache. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da noch irgendwas ist. Dass wir richtig tolle Zauber kriegen. Also Runen nachher vielleicht. Ich meine, es gibt ja noch viel mehr Kreise. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, gibt das viel... Nee, 5 oder 6 Kreise gibt das, glaube ich. Von der Magie. Ja? Und wir sind gerade, wenn ihr da jetzt mal guckt, rechts in der Mitte. So Magie, 2. Kreis. Also ich glaube, wir lernen nachher noch ganz schön üble Sachen. Und die Sachen, die wir jetzt halt konnten bislang, sind halt echt einfach nur ein bisschen... Boah, nicht so gut. Halt, ne? Nicht so effektiv. Ich weiß nun nicht, liebe Leute, wie weit wir im Spielverlauf sind. Ich kann mich echt nicht mehr so dran erinnern. Aber ich glaube... Also Hälfte haben wir auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal tippen. Ich glaube aber, so lange geht das nicht mehr. Und das, was wir jetzt machen, wird richtig episch und awesome. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao und tschüss.